So, servus Leute, wir sind heute wieder am Hockenheimring, wie man uns schwer erkennen kann. Diesmal mit einem Rennmotorrad, nämlich aus dem einfachen Grund, dass uns hier Micheli zum Opinion Leader Test eingeladen hat. Das heißt mehr oder weniger, wir können neue Reifen und auch schon Reifen, die jetzt ein bisschen länger auf dem Markt sind, Probe fahren und dann sagen, was wir so davon halten. Ich fange jetzt mal an mit dem Power Supersport Evo, der ja so ein Konkurrent zu meinen üblichen Reifen, dem Wetzlar Racetech K3 ist. Und wenn ich dann mit dem fertig bin, dann lasse ich mir noch Slicks aufziehen und hoffe, dass das Wetter soweit trocken bleibt. So, ich weiß nicht, ob man das hier erkennt, so. Aber es hat jetzt angefangen zu regnen. Das soll uns aber nicht davon abhalten, weiterzumachen. Wir haben ja die Evo Supersport drauf und werden jetzt mal gucken, wie die im Nassen halten und hoffen halt, dass das Wetter irgendwann noch abtrocknet. Weil, ja, dass wir auch noch die Slicks fahren können. So auf dem Boden, wenn es weiter so regnet, wäre es nicht so ideal. Aber wir machen einfach mal jetzt das Beste draus. Wie man sieht, bin ich durchgeschwitzt. Bin jetzt den dritten Turn gefahren auf den Supersport Evo. Die wirklich eine ganze Menge halten, aber so langsam bei den Temperaturen sollten wir da jetzt mal auf Slicks wechseln. Das werden wir jetzt zur Mittagspause tun. Und dann sehen wir mal weiter. Reifen auf jeden Fall gut, Vorderrad sehr transparent, man merkt genau, wie der Reifen balgt, was er tut. Hinterrad etwas weniger, aber trotzdem noch guter Grip und ausreichend für die Landstraße in jedem Fall und für schnelle Rundenzeiten. So bis 2 Minuten müsste er hier auf jeden Fall auch reichen. Kleine Eigenheit ist, dass die Kontur relativ flach ist des Reifens. Das heißt, der Reifen beginnt etwas zu schieben, wenn man mit dem Quickshifter in Schräglage schaltet, eben hier leicht runterrutscht. Das habe ich beseitigt. Jetzt ist aber so, dass der Reifen so viel walkt, dass er quasi das Heck tiefer stehen lässt und dann bekomme ich Lenkerschlagen. Das kriegen wir jetzt aber in den Griff mit den Slicks und ich denke, dann schauen wir mal weiter. Diesmal mit dem Slick Evo und für all diejenigen, die keine Erfahrung auf Slicks haben oder die mal das Gefühl beschrieben wissen wollen, es ist unglaublich. Am Anfang noch ein bisschen störrisch, man hält ja von dem Slick dann so dieses Überhandliche. Das ist nicht der Fall, aber nach der zweiten Kurve, wenn man weiß, wie es funktioniert und wenn man den Druck ein bisschen gewohnt ist, fährt sich das wunderbar. Der Slick Evo jetzt mit 80 Grad hinten und 70 vorne circa rausgefahren. Reingekommen mit 60, 70 vorne und 70, 80 hinten, irgendwie sowas. Funktioniert tadellos, also ist wirklich ein Top-Reifen, der für Hobby-Racer super funktioniert. Ich habe jetzt gerade noch mal so 2 Sekunden gefunden, trotz Schmutz in Zufahrtparabolika und einer Ölspur, die man umfahren musste. Also das spricht schon für die Qualität des Reifens, zumal ich am Fahrwerk noch nichts geändert habe. Er funktioniert extrem gut mit dem Setup, mit dem angepassten vom Evo. Supersport. Den Supersport musste ich leicht anpassen, wie gesagt, wegen diesem Schieben beim Quickshiften und zum Schluss, als das Schieben dann weg war, habe ich starke Rührbewegungen bekommen, da hätte ich dann das Heck höher stellen müssen. Habe ich aber jetzt gelassen, weil ich dann eh umstellen wollte auf den Slick und sind wir soweit fertig. Es hat wieder ein bisschen angefangen zu regnen.
Aber der Tag mit Michelin war geil. Die Slicks werde ich auch behalten. Man sieht, ich bin nicht extrem schnell. Ich glaube eine 2.04 oder sowas. Für das erste Mal seit langem wieder auf der Rennstrecke, aber ganz passabel. Wie gesagt, zu den Supersport Evo habe ich ja schon das meiste gesagt. Zu den Slicks wirklich für Amateure auch absolut empfehlenswert. Fahren sich absolut schön. Man braucht etwas Kraft zum Einlenken, aber Grip haben sie ohne Ende. Ein schön transparentes Vorderrad zudem, genauso wie die Supersport Evo. Und ja, also der Tag war durchaus erfolgreich. Ich werde mich dann auch nachher mal melden, wenn ich geduscht habe. Übrigens habe ich hier auch was von Techspec noch ausprobiert. Das ist so ein neues Material, das nennt sich X-Line. Das ist auch wirklich extrem griffig, ist so eine Art wie so ein bisschen Neopren. Das ist so ein Universaldesign, das man sich auf den Tank haut. Das hat wirklich für ordentlich Grip gesorgt. Ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Die Rundenzeiten sind für mich absolut in Ordnung. Wer jetzt dachte, ich bin Vollprofi, sei an dieser Stelle geschockt. Aber ich bin seit Ewigkeiten nicht mehr richtig auf der Rennstrecke gefahren und man braucht sich ja nicht zu schämen. War auf jeden Fall ein geiler Tag. Dank diesen Jungs, dank Speer und dank den ganzen Leuten, die mir hier geholfen haben und Tipps gegeben haben. Auf jeden Fall super. Zurück in der heimischen Garage. Hier hinter mir steht noch das Einsatzbike vom Wochenende. Und ich wollte einfach nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt denn so los war. Der Supersport Evo, den wir am Anfang gefahren sind, ein Reifen, der bei Nässe und bei kälterer Fahrbahn hervorragend funktioniert als Hypersportreifen, als quasi Semi-Slick analog zum Auto, funktioniert hervorragend und hat ein sehr transparentes und glasklares Vorderrad, ist top bremsstabil. Das Vorderrad hat mich wirklich begeistert, das Hinterrad allerdings mit einem relativ schmalen Grenzbereich, genau wie das Vorderrad, also nicht so gutmütig wie jetzt ein Racetech RR, der ja in der Disziplin schon sehr sämig schmiert und Grenzbereich, der kündigt den Grenzbereich einfach an und arbeitet dort sehr smooth. Dafür natürlich der Supersport Evo bei Nässe und bei kalten Temperaturen absolut überlegen. Da sind die Metzillas nicht so recht zu gebrauchen. Dann kommen wir zu dem Prachtstück, das hier drauf ist. Ich muss sagen, ich war lange Zeit kein Michelin-Fan. Aber dieser Reifen hat mich überzeugt. Dieser Slick Evo, den es jetzt nur in einer Mischung gibt, er funktioniert dafür von 30 Grad Reifentemperatur bis Open End. Und man braucht sich keine Gedanken zu machen, welche Mischung ziehe ich jetzt heute auf, was mache ich gerade für Amateure oder für die, die es werden wollen. Absolut genial. Das Vorderrad, genau die gleiche Geschichte wie beim Supersport Evo, sehr transparent. Man merkt genau, was passiert. Er ist jetzt nicht der handlichste, dafür aber sehr bremsstabil auch. Und ja, wie so ein Slick sich so verhält, Grip ohne Ende. Also Grip ist vorhanden, die Haltbarkeit sieht auch gut aus. Bei meinem Fahrstil natürlich verständlich, dass der Reifen noch nichts abbekommen hat, aber die Reifen der Profis sahen ähnlich gut aus. Haltbarkeit gut, Grip gut, Handlichkeit noch in Ordnung, Stabilität sehr gut, Transparenz am Vorderrad sehr gut. Insgesamt für Hobby-Racer ein wirklich klasse Paket dieser Reifen, muss man so sagen. Also der Slick Evo, komplett eine totale Empfehlung, muss ich sagen. Der wird jetzt auch draufbleiben und wird jetzt auch noch ein paar Trackdays oder einen Trackday noch mitmachen, soweit ich das beurteilen kann. Super. Dann, wie kann es ohne Danksagung funktionieren? Man sieht mich nicht mehr. Also, zuallererst mal Dankeschön an Christelle Delinger, die mich dort vor Ort betreut hat, die bei Michelin arbeitet und mir so ein bisschen die Angst vor dem großen Haifischbecken genommen hat, die es mir ermöglicht hat, nicht in Profislick, sondern in Supersport Evo stattdessen zu fahren, angepasst an mein Können. Das war klasse. Also, die ganze Michelin-Mannschaft, die vor Ort war, ein herzliches Dankeschön, dass wir eingeladen waren, dass wir unsere Amateur Kenntnisse dazu verwenden durften, vielleicht den Low-Level-Racern ein bisschen stellvertretend dort unter die Arme zu greifen oder stellvertretend vor Ort zu sein. Dann vielen Dank an Klaus Nägler von Gaskrank, über den die ganze Geschichte natürlich gelaufen ist. Ohne ihn hätten wir diesen Reifentest hier gar nicht erst machen können, denn er hat uns ausgesucht, um stellvertretend für Gaskrank vor Ort zu sein. Vielen Dank an der Stelle. Dann Dankeschön an Andi, der mir sein Heck geliehen hat, weil meins abgebrochen ist.
Dankeschön an Sven, der mir diese hübschen Auspuffschellen hier geliehen hat, weil nämlich mein Bodis sich entschlossen hat, nach dem dritten Turn einfach zu platzen. Ist jetzt also kaputt. Auch schön, liegt aber vielleicht auch daran, dass er schon mal geplatzt war, deswegen gekürzt wurde, und mit einem gekürzten Auspufftopf ist natürlich mehr Druck drauf. Dann noch danke an Yannick und an Felix, meine beiden guten Kumpels, die mit dabei waren, die Reifen gewechselt haben, die Reifenwärmer auf- und abgezogen haben, sich meine Hektik anhören mussten. Vielen Dank an Mike vom Bang Bang Racing Team und auch Tina, die abends mit mir das eine oder andere interessante Gespräch geführt haben. Vielen Dank an Franz Schulze-Sprakel, der mir väterlich beiseite stand und mir noch den Tipp gegeben hat oder mit auf den Weg gegeben hat, was soll denn groß passieren? Wir können uns alle auf die Fresse legen, der eine halt auf einem anderen Niveau als der andere, aber es ist völlig normal, und ja, der hat mir auch wertvolle Tipps gegeben dann im weiteren Verlauf, das war wirklich klasse. Danke an all diese Menschen, danke an Michelin. Ich kann jetzt natürlich werbungsgemäß natürlich, kommt das rüber, aber ich kann wirklich nur eine absolute Empfehlung für diesen Reifen aussprechen. Der Slick Evo hat super funktioniert. Ich habe jetzt nicht die Mega-Referenz, aber er hat keinerlei Eigenheiten. Er funktioniert sehr gut und deswegen für Amateur-Racer auf jeden Fall eine Top-Empfehlung dieser Reifen. Ich hoffe, dass dieser wackelige Vlog euch ein bisschen gefallen hat über die ganze Action. Das nächste Mal geht es dann wieder professioneller zu Werke, oder werde ich mich bemühen, nicht ganz so aufgeregt zu sein und mehr Videomaterial zu sammeln. Aber Kommentare könnt ihr gern da lassen. Schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, die es organisiert haben. Bis zum nächsten Mal.